Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück hier immer noch im Krankenhaus. Was haben wir hier denn? Oh, wow. Was? Was für eine Scheiße? So haben wir nicht gewettet, Keulen. Kacke. So eine Scheiße. Du reparierst dir mal sowas von nicht, mein Freund. Autsch. Alter Vater, was ist denn hier los? Willst du mich eigentlich verkohlen? Ich meine, ich freue mich über die Teile, aber... Wo kommen die alle her? Da fällt hinter mir einfach die Tür zu. Ich glaub's nicht. Ich wollte doch noch in den anderen Raum rein. So, wo ist die letzte Kamera? Alter Vater. Schade, ich wollte eine Melone zum Platzen bringen. Naja. Wo ist der Typ? Das ist Mist! Und jetzt bin ich dran! Thank you.
Gucken, ob wir da hinten noch hinkommen. Ich würde gerne da nochmal zurück. Das ist ja total scheiße. Meine Güte. Konnte ich nicht mal mehr speichern da. So. Wie konnte es dazu kommen? Ich weiß leider nicht, wer da spricht. Ich hoffe, ich komme in den anderen Komplex nochmal zurück. Sechenov ist doch ein anständiger Kerl. Wie konnte er das zulassen? Eine Roboterarmee, Killermutanten, tausende unschuldiger Opfer. Wie man es auch dreht, die Anlage ist schuld. Selbst ohne Petrov hat sie Probleme und Kollektiv 2.0 erst. Weißt du was? Wenn das vorbei ist, quittiere ich den Dienst. Vielleicht heirate ich sogar. Wobei, nee. Das dann doch nicht. Deine negative Hirnaktivität erzeugt unangenehme Artefakte in meinem Code. Verpiss dich aus meinem Kopf, Charles. An die Arbeit. Setz mir einen Wegpunkt. Guten Tag. So, dann gucken wir doch nochmal, was wir hier noch verbessern können. Yes, jetzt kann ich's. Erhöht den Schaden mit jedem Treffer. Das finde ich sehr gut. Komplett ausgebaut. Und ich komme hier wieder nicht zurück. Es ist so zum Kotzen. Das ist so verbuggt, dieses Scheißmenü. Mann, ey. So, Charakter und Schock sind komplett ausgebaut. Erfrierung könnte ich noch. Massentelekinese kann ich noch erhöhen. Was haben wir hier denn noch? Waffenverbesserung erweitert die Rezirkulationskammer. Oh, ist das immer ab. Machen wir das hier auch noch komplett. Erhöht die Energieregenerationsrate. Das finde ich gut. So. Fein. Wenn die Reserve des Handschuhs erschöpft ist, nee, auf gar keinen Fall. Wenn du einen eingefrorenen Gegner zerstörst, erhältst du mehr Beute. Kryopolymer versprühst, wird erlittener Feuerschaden neutralisiert. Hm. Alles irgendwie nicht so cool. Bitte Vorgang auswählen. Und nochmal in die Waffen. Die habe ich maximal verbessert. Was können wir hier noch machen? Hier können wir leider nichts mehr machen. Hier können wir, glaube ich, auch nichts mehr machen, oder? Nein, können wir auch nicht mehr. Ist auch maximal. So, und die haben wir sowieso maximal. Hier müssten wir jetzt nur noch die Reflexklinge finden. Speichere das. Thank you.
So. Meine Güte. Oh nein. So, dann wollen wir mal. Ins normale Inventar hier. So. Dann nimm doch nochmal bitte hier so ein kleines Ding. Zack. So. Jetzt komme ich hier rein, aber ich komme nicht in den anderen zurück. Das ist doch echt uncool. Mit der ich sprechen kann. Hilfe! Hilfe! Ich sterbe! Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Genossin. Rede keinen Unsinn! Siehst du nicht, dass ich verblute? Hier gibt es jede Menge medizinischer Vorräte. Hol mir einen Erste-Hilfe-Kasten! Ich bin Ärztin! Ich kann mir selbst helfen! Du bist tot. Und das bist du schon seit einer ganzen Weile. Tut mir leid, aber dir kann keiner mehr helfen. Was? Wovon redest du, Trottel, überhaupt? Hilf mir! Hier stirbt ein Mensch! Tja, hier stirbte ein Mensch. So, gehen wir mal noch nach oben, bevor wir hier weitergehen. Oh, hier ist nichts mehr. Okay, gut. Hep. Hui. Yeah, wir können uns abrollen. Dass überall jetzt immer 53.000 von diesen Dingern sein müssen, das ist doch echt nervig. So. Das gibt es nicht. Mein Gott. So. Jetzt haben wir es doch. Nee. Immer noch falsch rum. Oh nein. Ach du Scheiße. Was? Das Ding ist ja riesig. Was ist es? Unter anderem werden hier auch Neuropolymer-Endoskelette für verschiedene Tiere entwickelt, damit diese in den lebensfeindlichen Umgebungen der äußeren Planeten des Sonnensystems überleben können. Endoskelette? Das Ding wird uns doch wohl nicht angreifen. Es ist gewaltig. Die Exemplare hier haben noch keine Neuropolymer-Hirngewebestruktur. Im Moment sind das nichts als Polymer-Körper. Sie können sich nicht bewegen. Ja, aber die sind scheiße riesig. Sind die für Planeten mit geringer Schwerkraft oder was? Manche ja, andere sind für Planeten mit hoher Schwerkraft. Es wird in alle Richtungen geforscht.
In einigen der Behälter siehst du sogar Versuche, einen Organismus zu züchten, der in den Meeren des Jupiter überleben kann. Jo. Ein Chevetar. Der Walzer der Schlange. Wir mussten Bickhoff ausschalten. Der verfluchte Hausmeister hat angefangen, im Labor herumzuballern. Zum Glück sind die Strafvollzugsbeamten rechtzeitig erschienen. Dieses Ding soll also auf dem Jupiter leben. Wir hoffen jedenfalls, eines Tages eine Lebensform zu erschaffen, die das kann. Und was ist das? Eine Qualle? Diese Spezies ist eine komplexe Symbiose zwischen einer Qualle und einem Korallenpolypen. Sie hat keine klar umrissene äußere Form, aber es wird vermutet, dass der Organismus seinen Körper je nach seiner Umgebung selber formen wird. Es lässt sich viel erreichen, wenn die Wissenschaft an erster Stelle steht. Vielleicht hat Dr. Sechenov recht. Kollektiv ist besser für uns, als uns an Landesgrenzen die Köpfe einzuschlagen. Bist du dir da sicher, Genosse Major? Mit dem Köpfe einschlagen? Auf jeden Fall. Der Kerl hat mehrere Tresore dagelassen. Wem gehört diese Spieluhr? Der Kopf. Oha. Oh oh. Hätte ich damit gerechnet, Victor unter solchen Umständen zu sehen. Wir waren mal enge Freunde, tatsächlich. Aber Victor traf zu viele schlechte Entscheidungen. Sieh ihn dir jetzt an. Dank der Brillanz von Dr. Sechenov werden wir Petrovs Wissen nicht vollständig verlieren. Sobald die Prozedur abgeschlossen ist, werden wir die Roboter in ihren vorherigen Zustand zurückversetzen. Er ist bereits tot! Lass deine Finger von ihm! Granate! Oh oh. Bin ich wieder in der Traumwelt? Teil 2, oder was? Fuck. Stelle Verbindung her. Laut dem Professor hast du seit 3 Tagen nicht geschlafen. Will ich auch nicht. Schlaf doch. Meine Flasche Wodka? Ich kann das Zeug nicht leiden. Mein Körper ist mein Tempel. Weißt du, als ich noch klein war, hatte mein Bruder Angst vor Dunkel. Also ließ man ihn durch. Ihm half es. Ich hasste es. Das Licht störte meine Fantasie. Aus demselben Grund mochte ich auch keine Kinderbücher. Es sind viele bunte Bilder. Sie waren nicht real. Genau. Die Bücher in der Bibliothek. Das war interessanter. Geschichte. Medizin.
Ziehen. Theoretische Physik. Wissenschaft will die Welt nicht sicherer oder schöner machen. Sie gibt nicht. Sie gibt uns ich, was ich lernen musste. Ich entdeckte noch etwas. Im Dunkeln ist berechenbar. Man kann es spüren. Ein Monster im Licht trägt eine Maske und ist berechenbar. Und somit gefährlich. Absolut. Vor allem macht uns das Licht zu Monstern. Verstehst du das, mein Junge? Mehr oder weniger. Kann ich das Licht ausschalten? Ja. Rekonstruiere Beleuchtung. Ich wüsste gerne, was da oben steht. Leider wird das nicht übersetzt. Oh, toll. Das wieder das Pelzvieh. Oh! Und da ist ein B. Wie heißen die nochmal? Irgendwas mit B. Oh, cool. Was für eine Aussicht hier oben. Na, Pelzvieh? Hm. E.T. nach Hause telefonieren. Will hier weg. Wenn das mein Geist ist, dann ist der Typ ganz schön gestört. What the fuck? Vorsicht mit den Griffen von Werkzeugen. Okay. Das hatten wir schon mal, ne? Zeichnung haben wir schon mal gesehen. Gruselig. Was zur Hölle? Da nebeneinander, ey. What? Das Huhn hat mich gerade angegriffen. Auch wenn ich länger drauf gucke, leider keine Übersetzung nach wie vor. Hä? Hier waren wir doch schon. So gerne lesen, was da steht. Das ist so doof, dass das nicht übersetzt wird. Yo. Das ist ziemlich cool gemacht. Ach, wir haben wieder die Pelzpfoten. Habt ihr gerade gesehen beim Hochklettern? Hep.
Ist klar. Ich gebe mir die größte Mühe. Mist, da oben bin ich nicht hingekommen. Frag mich, ob ich dahin musste. Vermutlich. Nein! Immerhin war der Speicherpunkt da fair gesetzt. Yes, diesmal bin ich reingekommen. Jetzt darf ich hier hoch, okay? Na, und nu? Verdammt! Was zur... Charles, wo ist Larissa? Hat sich vor der Explosion versteckt. Und was ist mit Stock passiert? Stockhausen wurde durch die Explosion in einen Behälter mit Polymer geschleudert. Er ist tot. Du Heuchlerin. Ich bin Ärztin, ich bin Ärztin. Schöne Ärztin, du granatenschleudernde Furie. Petrov und Filatova sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Da gibt es keinen Zweifel. Und wenn schon. Wir müssen hier raus. Schade, dass ich da nicht mehr zurück durfte, ey. Dass diese Tür sich da automatisch geschlossen hat, das finde ich richtig, richtig kacke. Denn ich fürchte, da hätten wir irgendwo die Klinge bekommen. Für unsere, wie heißt denn nochmal, für unseren, wie heißt denn die Waffe nochmal? Na, wie heißt sie? Pastet. So heißt sie. Aber nun gut, dann ist das eben so. Major, lebst du noch? Nein, eine Granate hat mich getötet. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber das ist jetzt alles nicht von Belang. Und was ist von Belang, du durchgeknallte Quacksalberin? Wir müssen uns treffen. Das musst du mit eigenen Augen sehen. Ich zeige dir alles. Was meinst du mit alles? Du traust Sechenov viel zu sehr. Aber er lässt dich im Ungewissen. Du hast keine Ahnung, was wirklich läuft. Wenn du es nicht mit eigenen Augen siehst, wirst du es nicht glauben. Ja, da hast du recht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was los ist. Du wirst es verstehen, wenn du es siehst. Ich habe Beweise. Ich warte in der Akademie der Konsequenzen. Der Eingang ist im Leuchtturm. Traue niemandem. Tue ich nicht. Die Akademie der Konsequenzen. Die haben halt die krasseste Technologie, ne? Aber die Fahrstühle brauchen eine Ewigkeit. Vom einen zum anderen Stockwerk. Schon ein bisschen witzig. Ich würde das ja so gern alles lesen können, ne? Na gut, ihr Lieben. Bis genau hierhin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Speichere Daten.